Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial, wo ich einfach einen Projektablauf, also einen Prozess zeigen möchte. Das heißt, jetzt ist es auch so, dass man mich auch mal so im Video sieht. Hinten sieht man auch noch meinen Drucker, wo ich in Hikart meine Sachen drucke. Und ich möchte jetzt einfach mit einem Projekt starten und einfach diesen Prozess einfach zeigen. Grundsätzlich beginne ich natürlich im HiCut in Kombination mit Helios mit einem neuen Projekt. Das heißt, ich gebe hier ein neues Projekt ein. Diesem Projekt muss ich natürlich eine Projektnummer geben. In diesem Fall wähle ich hier einfach die Projektnummer 4121. Das heißt, diese Projektnummer wurde mir von meinem ERP-System vergeben. Ich kann hier noch vergeben, in welchen Projektordner ich das haben will. In diesem Fall möchte ich das in meinen Projektordner Webinare legen. Dies kann natürlich in Projekte 2021, Projekte 2022 oder nach dem Kunden aufgeteilt werden. So, in meiner Projektmaske, welche natürlich individuell zu gestalten ist, habe ich meine Vordefinitionen definiert. Das heißt, diese können auch beliebig abgeändert werden oder auch erweitert werden. Ich kann natürlich hier auch Kunden hinterlegen und diese auch einpflegen. Mit OK wurde mir dieses Projekt erzeugt. Grundsätzlich möchte ich hier eine neue Konstruktion starten. Das heißt, ich erzeuge eine neue Konstruktion. Hier bekomme ich die Artikelmaske, welche für mich im ersten Schritt total irrsinnig ist oder nicht brauchbar ist. Das heißt, den Artikel, der wird mir hier vom HiCut automatisch vergeben. Ich möchte hier bei der Dokumentenmaske gewisse Werte eingeben. Das heißt, ich möchte hier eine Positionierung definieren. Ich möchte hier, dass hier einfach mein 3D-Modell als Bezeichnung hinterlegt ist. So, jetzt kommt wie gewohnt meine Artikelmaske, also Teileattribute-Maske, so muss ich sagen. Und hier möchte ich mein Gesamtmodell definieren. So, das heißt, jetzt habe ich meine neue Konstruktion erzeugt. Am grünen Zylinder sieht man, dass sie auch gespeichert ist und möchte jetzt beginnen. Wie läuft so ein Projekt ab? Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, entweder muss ich mein Naturmaß zeichnen oder ich bekomme eine IFC-Datei oder ich bekomme eine DXF oder DWG, auf der ich aufbauen kann. In diesem Fall habe ich vom Kunden, also danke für die Punktewolke, habe ich eine Punktewolke bekommen von dem Kunden Gruberhofer aus dem aus dem Bundesland Salzburg. Und diese Punktewolke, die möchte ich hier einfach mal laden. Das heißt, ich kann hier mit dem Modul Punktewolke diesen gleich importieren. Das heißt, ich muss hier einfach in den Ordner, wo ich diese Punktewolke abgelegt habe. Die liegt hier bei mir in diesem Ordner. Und jetzt wird mir hier diese Punktewolke in die Konstruktion gelegt. Als erstes werde ich hier nach einer Ausrichtung gefragt. Das heißt, für mich ist jetzt wichtig, ich möchte hier in diesem Bereich konstruieren. Das heißt, ich habe vom Kunden gewisse Anforderungen bekommen, die wir dann noch durchgehen werden. Das heißt, ich werde hier die Punktewolke nach dieser Fläche ausrichten. So, im Grunde genommen sieht man hier, dass diese Punktewolke natürlich sehr viel mehr umfasst und ich will ja nur in diesem kleinen Teilbereich arbeiten. Das heißt, ich werde hier in diesem Fall die Sachen, die für mich nicht nötig sind, einfach mit der Clippingbox bearbeiten, einfach verkleinern. Das heißt, ich kann hier entweder auf die Punkte oder auf die Pfeile gehen und die Clippingbox in die diversen Richtungen verschieben. Also grundsätzlich habe ich dir hier auch noch die Möglichkeit. Ich persönlich arbeite am liebsten mit den Pfeilen. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache und kann hier einfach diese Clippingbox verkleinern. In der Höhe noch. So, sehen wir jetzt an, was ich hier habe. Ich werde diese Clippingbox natürlich jetzt noch kleiner machen, weil eigentlich sehr viel drinnen ist, was mich jetzt in diesem Fall überhaupt nicht beschäftigt. So, jetzt wurde meine Clippingbox ungefähr auf den Bereich, den ich benötige, verkleinert. Eigentlich habe ich gerade gesehen, dass ich hier diesen Bereich noch etwas größer haben will. So, das ist jetzt meine
Punktewolke. Wenn man dazu zoomt, dann sieht man natürlich, dass hier diese vielen einzelnen Punkte, die ich dann in weiterer Hinsicht auch für die Konstruktion nutzen kann, vorhanden sind. Natürlich, so wie auch in weiteren Videos, habe ich ja auch schon gehabt, Struktur ist alles. Das heißt, ich möchte hier natürlich diese Struktur weiter aufbauen. Das heißt, ich möchte hier eine Strukturbaugruppe, wo ich meine Punktewolke hineinlege, um diese in weiterer Hinsicht dann später leichter ein- und auszublenden zu können. So, im Grunde genommen habe ich jetzt bei dieser Baustelle folgende Aufgabenstellung bekommen. Das heißt, der Kunde wünscht sich hier ein Geländer rauf. Hier auf der hinteren Seite möchte er einen Wandhandlauf und hier möchte er ein Carport, sprich irgendeine kleine Überdachung. Und das möchte ich mit euch ein bisschen hier gemeinsam durchgehen, wie man mit dem arbeiten könnte. Das heißt, wie gesagt, Struktur ist alles. Das heißt, ich möchte hier meine weiteren Strukturen. Jetzt gibt es einmal mein Geländer als Struktur, das vom Kunden gewünscht worden ist. Und es gibt noch das Vordach oder das Dach. Ich nenne es jetzt Vordach, wo wir hier im Prinzip dann rein konstruieren können. So, ich beginne hier im ersten Schritt mit dem Geländer. Das heißt, ich will hier einfach dieses Geländer hier aufbauen. Dazu gibt es ja im Stahlbau im Bereich das Geländer entlang der Kanten. Dazu muss ich hier eine Kante zeichnen. Das würde ich hier über eine 3D-Skizze definieren. Das heißt, ich gebe hier einfach eine Fläche an und kann hier diese Punkte abfangen. Im Grunde genommen, wenn ich hier dazu zoome, dann sieht man hier sehr viele Punkte. Mit der Taste C kann ich hier diese Punkte mit der Schnellauswahl direkt angreifen und hier auch drinnen konstruieren. Ich nehme hier meine Punkte, die ich hier auswählen kann. Das heißt, man muss hier schauen, in diesem Fall möchte ich hier diesen Punkt haben, damit ich hier meinen Verlauf habe. Diese Linien kann ich natürlich mit den Funktionen ganz normal weiter editieren. So wie hier zum Beispiel möchte ich das bis zu dieser Fläche. Man sieht hier, in diesem Fall habe ich natürlich jetzt diesen Linienzug falsch gewählt. Ich werde jetzt diesen Linienzug nochmal löschen. Also man sollte hier natürlich schon darauf achten, dass man hier die Punkte sauber erwischt. Das ist jetzt nicht so wie bei mir passiert, aber natürlich kann das immer wieder vorkommen. Deswegen werde ich jetzt einfach ein bisschen genauer darauf achten, welchen Punkt ich erwische. Und ich habe hier, man sieht es jetzt beim Drehen auch sehr schön, diesen Punkt richtig erwischt. So, jetzt möchte ich diese Linie so wie vorhin verlängern. Die soll hier bis zu dieser Fläche gehen. Und ich möchte hier diese Linie verwenden. Dadurch ich ja weiß, dass ich hinten auch noch eine Linie haben will, kann ich hier in diesem Fall diese Skizze gleich mit der rechten Maustaste kopieren. Ich wähle hier einfach den Endpunkt dieser Kante aus und möchte diesen hier einfach mal an diese Kante kopieren. Ich muss natürlich hier in weiterer Hinsicht schauen, weil ich mir die Punktwolke schon mal angeschaut habe. Hier sieht man auch einen kleinen Vorsprung, wo der Vollwärmeschutz drauf ist. Das muss ich dann natürlich bei meinen Werten beachten oder ich verlängere oder verschiebe diese Kante. Jetzt wähle ich hier meinen Anschluss aus, das heißt Geländer entlang Kante. Ich muss als erstes, wie gewohnt, links unten lesen, kann hier die Kante anwählen, sehe hier, dass die immer die Z-Achse für mein Geländer genommen wird. Man sieht hier, dass ich jetzt nicht darauf geachtet habe, wohin die Z-Achse geht. Deswegen muss ich hier diesen Befehl einfach nochmal abbrechen. So. Ich kann hier mit der Taste W das Weltkoordinatensystem umstellen oder hier mit der rechten Maustaste kann ich hier das Weltkoordinatensystem umstellen und möchte hier die W-Kante nochmal auswählen. Mit der mittleren Maustaste wird die Auswahl beendet und danach wird hier mein Dialog gestartet.
So, im Dialog sieht man jetzt die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe hier natürlich die unterschiedlichsten Favoriten, die ich zur Auswahlmöglichkeit auswählen kann. Ich habe mir hier einfach mal einen Favoriten eingestellt. In diesem Fall geht es hier einfach nur um das, dass hier bereits der Versatz eingestellt ist, dass hier zugleich auch schon mein Anschluss des Unterkonstruktion für den Pfosten eingestellt ist. Im Prinzip habe ich hier einfach nur vom Standard die Werte ein bisschen verkleinert. Ich kann hier die Füllungen einstellen, das heißt, ich kann hier sehr einfach auf Glasfüllungen, Untergurt mit Rahmen, was auch immer, das einstellen. Welchen Übergang möchte ich hier zur Verbindung zum Dorn haben? Also ich möchte hier eine Verbindung mit Dorn oben zum Handlauf haben und mit OK kann ich hier dies einfach mal einbauen und einfach mal nachschauen, was ich hier im Prinzip eingestellt habe. So, das heißt, hier sieht man mein Geländer. Dies wurde hier erzeugt. Man sieht es hier auch sehr schön, dass meine Pfosten eventuell nicht an den richtigen Stellen, wo ich es mir erwarten würde, sind. Deswegen gehe ich hier einfach nochmal rein in den Geländerkonfigurator mit Doppelklick im Feature. Und ich kann hier unter Pfostenaufteilung, habe ich hier die Möglichkeit, eine individuelle Pfostenaufteilung zu erzeugen. Das heißt, ich klicke hier einfach mal drauf. Hier werden mir dann die Pfosten dargestellt und je nachdem, über welchen grünen oder dunkelgrünen Rahmen ich fahre, sehe ich in der Grafik die Vorschau, welcher Pfosten das wäre. Das heißt, mir geht es hier um diesen Pfosten. Ich schaue mir das mal an. Wo möchte ich hier in diesem Fall meinen Geländersteher haben? Ich möchte hier bei diesem Steher diesen Geländerpfosten verschieben auf einen Punkt und ich kann mir das hier dann anschauen und wähle hier wieder mit der Taste C den Mittelpunkt von diesen, also natürlich den richtigen anwählen, so. Diesen Mittelpunkt circa von dieser Stufe. Im Grunde genommen hier dieser Steher würde mir passen, da müsste ich eventuell diesen auch noch runterziehen, wäre dann im Prinzip der gleiche Effekt oder ich könnte hier auch natürlich mit Werten arbeiten, das heißt, tatsächlich, wenn ich hier hergehe und sage zum Beispiel, ich möchte den letzten Pfosten auf 200 Abstand haben oder 250, so, dann wird mir dies natürlich hier von dieser Kantenlänge definiert. So, wenn ich hier diese Aufteilungen gemacht habe, mit OK schließe ich diesen Befehl ab. Jetzt wird mir das Geländer neu durchgerechnet, die Aufteilung neu gemacht, die Füllung neu gemacht und mein Geländer ist sofort wieder aktuell. So, das Geländer wurde mir jetzt abgeändert. Ich kann natürlich auch jederzeit, wenn ich nachträglich irgendwo eine Änderung haben will, sprich ich will zum Beispiel diesen Steher nach unten ziehen, die Befestigung nach unten ziehen oder nach oben ziehen, wäre hier in diesem Fall, würde es genau passen, aber ich möchte einfach demonstrativ mal zeigen, habe ich natürlich hier die Funktionen, wo ich sagen kann, zum Beispiel Punkte verschieben im Rechteck, dann wähle ich hier ein Rechteck aus, über die Teile, die ich verschieben möchte, kann mit der mittleren Maustaste den Befehl weiter und die Kante angeben und möchte hier einfach mal dies nach um 50 mm nach unten schieben. So kann ich sehr einfach die Werte abändern und auch korrigieren. Man sieht es auch hier im Feature, dass dort diese Einträge auch bestätigt werden. Das heißt, jede Änderung, die ich nachträglich habe, wird hier natürlich auch weiter mitgezogen. So, der nächste Schritt wäre dann hinten das Geländer an die Wand. So, ich habe ja vorher gesagt, dass ich hier einen Versatz habe. Das heißt, ich werde hier einfach diese Skizze verschieben, um in diese Richtung. Einen zweiten Punkt angeben. Ich möchte hier diese Skizze um ca. 40 mm verschieben. Jetzt möchte ich da den Handlauf raufziehen. Ich sehe natürlich jetzt schon, dass die Skizze zu kurz ist.
kann aber natürlich sein, ich möchte einfach zeigen, dass ich es vorher auch machen kann, danach die Skizze ändern und das wird mir natürlich auch mitgezogen. Ich sehe wieder meine Vorschau, wo meine Steher, meine Wandhandlaufhalter sitzen würden. Und hier ist der Konfigurator dann auch gestartet. Ich kann hier wiederum einen, sage jetzt mal, Favoriten laden. Hier habe ich den Wandhandlaufhalter mit Fertigteil. Jetzt werden mir meine Favoriten geladen, die Einstellungen geladen. Und man sieht hier auch schon die Vorschau, wo die Teile liegen würden. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, diesen Versatz auch noch weiter zu definieren. Ich werde es aber einfach mal vorher einbauen, um zu sehen, wo ich herum bin und dann kann ich die Werte ändern. Also ich muss hier die Werte mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern. Das heißt, ich kann auch direkt die Vorschau anwählen und es wird mir hier einfach mal eingebaut. Ich muss natürlich nicht jedes Mal den Dialog neu starten, um zu sehen, was ich eingestellt habe. So, man sieht hier einfach, dass dieser Dial oder diese Werte voll in der Wand wären. Das heißt, ich gehe hier einfach auf den Versatz und dann wäre hier minus 100 einfach der Wert. Dann sieht man hier, okay, ich bin auf dieser Linie, kann wieder auf die Vorschau klicken und sehe wieder meinen Effekt, was ich hier eingestellt hätte. Jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an. Das heißt, man sieht hier, dass mein Wandhandlaufhalter jetzt an der Wand sitzt mit einer Fertigteilkonsole. Ich kann natürlich hier auch noch weitere Versionen, sprich mit Eigenfertigung, was auch immer, definieren. Ich möchte einfach mal auf die Werte gehen. Hier habe ich natürlich die unterschiedlichsten Werte, die ich auch einstellen kann. Ich werde hier einfach das Fertigteil laden oder lassen und möchte hier mit OK diesen Wandhandlauf einbauen. So, wie es natürlich sehr oft vorkommt, habe ich jetzt vergessen, auf das zu achten, wie lange meine Linie ist. Das heißt, ich möchte hier natürlich, dass mein Wandhandlauf weiter nach oben geht. Ich kann hier jederzeit die Linie auch abändern. Ich möchte hier diese Linie bis zu dieser Fläche nach oben ziehen. Und ich kann hier natürlich jederzeit diesen Wandhandlauf aktualisieren und er soll mir jetzt aktualisiert werden, also neu berechnet werden. Und jetzt kann ich nachschauen, wie wird das in diesem Fall auch mit dem Naturmaß zusammenpassen. Das heißt, wäre der Wandhandlauf in der Luft oder nicht, wie kann er noch befestigt werden? Man hat es jetzt gesehen, er hat es dann nach oben gezogen und es würde mir hier natürlich auch passen. Ich kann natürlich hier auch nochmal die Kontrolle machen, das heißt, ich kann natürlich hergehen und eine Seitenansicht anschauen und ich wechsle jetzt ganz bewusst in den Hidden Line Modus, um einfach mal zu sehen, wo liegen diese Handlaufteile. Die liegen jetzt von der Höhe eigentlich, sage jetzt mal, in der gleichen Ebene, das heißt, das passt und dann lasse ich das jetzt auch so. So. Jetzt, damit auch die Struktur passt, nehme ich diese Teile und gebe diese in die Geländerstrukturbaugruppe rein. Und jetzt kann ich dem Kunden diesen Plan einmal geben, sagen, passt das so oder auch nicht und kann jederzeit die Werte auch abändern und eventuell ein anderes Geländer einbauen, was auch immer. So, im nächsten Schritt möchte ich hier andeutungsweise ein kleines Carport oder eine kleine Überdachung einbauen, um einfach wieder ein bisschen die Sachen zu zeigen, wie ich Teile oder Kanten oder Flächen aus der Punktwolke übernehmen kann. Es gibt im Modul Punktwolke, gibt es hier die Möglichkeit, eine Ebene Punktwolke zu definieren. Ich möchte diese gleich parallel auf eine Fläche, das heißt, ich möchte hier
eine senkrechte Fläche, eine waagrechte Fläche haben und kann hier in diesem Fall oben von dieser Ebene mir Punkte aus der Ebene definieren. Man sieht hier dann auch, welche maximale Abweichung ich hier in diesem Fall jetzt hätte. Das heißt, ich habe hier auf diese Länge eine maximale Abweichung von 4 mm und im Durchschnitt eine 2,5 mm. Das heißt, diese Fläche oben ist eigentlich ziemlich gerade. Dadurch habe ich mir einfach nur eine Ebene erzeugt, ansonsten nichts. Auf diese Ebene kann ich jetzt im Prinzip weiterbauen. Das heißt, ich wechsle hier einfach mal in die Draufsicht, kann hier aus meiner Normteilbibliothek meine Profile nehmen. Das heißt, ich möchte hier ganz einfach mal einen HEA, also ich nehme einen IBE oben, IBE 180, baue diesen über zwei Punkte ein und sage im ersten Schritt einfach mal, dass dieser senkrecht oder ja in diesem Fall senkrecht in der Zeichnungsebene natürlich hier eingebaut wird. So, man hat es ja schon gesehen, wenn ich auf Hiddenline wechsle, wird mir die Punktwolke nicht dargestellt. Ich könnte mit der Taste H noch zusätzlich Hilfslinien einbauen. Das heißt, ich möchte hier einfach mal eine Hilfslinie, weil ja dieser Träger soll einen gewissen Abstand von meinem Geländer haben. Das heißt, ich möchte hier, dass dieser erste Träger circa 200, nicht circa, sondern ganz genau 200 mm vom Handlauf, von der Handlaufkante weg ist. Das heißt, das habe ich hier einfach ganz einfach verschoben. Kann jetzt wiederum in meine 3D-Ansicht zurückwechseln, weil ja mein erster Träger jetzt schon definiert ist. Ich kann hier diesen Träger gleich an die von der Höhe her nach unten schieben. Das heißt, mit der rechten Maustaste wähle ich hier eine Kante an und sage, das soll mir jetzt einfach mal um die 250 mm von dieser Oberkante, also die, das war auf Bezug auf die Achse, nach unten verschieben. Diese Träger gehören zu meinem Dach. Ich möchte hier noch eine neue Struktur machen, wo ich jetzt mein Dach reinziehe, um es natürlich auch gleich wieder sauber zu haben und in weiterer Hinsicht auch einfacher abzuändern und wie man wird es dann auch weiter sehen, auch die Teile leichter ein- und auszublenden. So, mein erster Träger ist einfach in der groben Form mal definiert. Jetzt möchte ich, dass dieser Träger öfters vorkommt, was ja natürlich auch wieder sehr oft der Fall ist. Ich möchte hier dies mit diesem parametrischen kopieren. Dazu wähle ich hier diesen Modus und ich muss als erstes einfach mal eine Achse angeben. In diese Richtung möchte ich dieses Profil kopieren. Man sieht hier schon sehr einfach die Vorschau. Ich kann hier jederzeit die Werte abändern, wie auf welche Breite soll das oder auf welche Länge soll das kopiert werden, wie oft soll es kopiert werden. Hier kann ich das natürlich jederzeit abändern. Es wird mir hier auch in weiterer Hinsicht ein Feature erzeugt. Ich möchte hier auch nur einseitig kopieren, sonst wäre es nach hinten. Im Prinzip sage ich okay und man sieht hier wurde das kopiert. Durch diesen Kopiervorgang wurde mir hier auf das übergeordnete Teil ein Feature erzeugt. Dieses Feature kann ich mittels Doppelklick wieder abändern und könnte hier auch die Größe jederzeit ändern. Und natürlich auch die Stückzahl. Mit OK lasse ich hier meinen Eintrag drinnen. So, jetzt möchte ich hier einfach mal die Neigung definieren. Man sieht es hier schön, dass hier auch ein Männchen mitgescannt worden ist. Das heißt, ich habe hier so und so gleich mal einen Bezug. Ich könnte hier natürlich auch die Höhenquoten definieren und mir auch die Teile rausmessen. Aber ich sehe es hier einfach mal sehr schön. Ich möchte hier eine Neigung machen, sprich ich wähle hier dieses Dach aus, vergebe hier einfach mal über diese Kante eine Neigung. Ich sage hier in diesem Fall sollen es 5 Grad sein. Das heißt, es wird mir hier nach 5 Grad nach vorne gedreht und ich möchte hier auch noch senkrechte Profile haben. Dazu gehe ich wieder in den Bereich Stahlbau, wähle hier meine Profilgruppen aus. In diesem Fall möchte ich hier einen HEA haben, einen HEA 180 wähle ich hier aus. Wenn jetzt die Statik vielleicht nicht ganz passend ist, man weiß ja nicht, wo es steht. Das heißt, könnte ja sein. Ich kann es natürlich auch jederzeit abändern, werden wir dann natürlich auch noch machen. Ich möchte hier aber senkrecht auf die Bearbeitungsebene mit einem Punkt
und ich möchte hier ganz am Ende einen Träger haben und hier am, also sprich Anfang und am Ende, das sollen meine Stützen sein. Denen vergebe ich natürlich auch gleich einen richtigen Namen. Also ich sehe gerade, ich habe überhaupt einen HR100 ausgewählt. Das ist natürlich definitiv zu schwach für meine Statik. Ich verschiebe die einfach mal nach unten. Also habe jetzt nur den einzelnen erwischt. So. So. Das heißt, ich habe nur einfach mal die grobe Darstellung definiert. Ich kann natürlich hier im HiCard auch mit Sichtbarkeiten arbeiten. Ich möchte hier einfach mal, dass ich dieses Stahlgerüst dargestellt habe. Dazu kann ich hergehen und zum Beispiel sagen, ich möchte nur dieses Vordach sehen und alles andere soll mir ausgeblendet sein. Also das habe ich natürlich noch nicht reingeschoben, deswegen gehört es auch noch nicht dazu, aber ich blende mir hier diese Stützen auch noch ein. Das Austauschen ist im HiCard natürlich ganz einfach, rechte Maustaste auf das Teil, austauschen über eine Referenz. Ich habe die verschiedensten Möglichkeiten, wie ich austauschen kann. Ich möchte hier einfach das Normteil austauschen und wähle hier einen HR180 und in diesem Fall soll der Schwerpunkt einfach gleich bleiben. So, jetzt möchte ich natürlich noch ein waagrechtes Profil haben. Dazu möchte ich hier einfach ein Profil auswählen. Ich nehme hier wieder einen IPE, einen 240er nehme ich hier. Und ich kann diesen auch dreidimensional einbauen. Also hier einfach von dem Punkt zu dem Punkt. Jetzt liegt er mir senkrecht drinnen. Nur wie kann ich den jetzt richtig definieren und eine richtige Lage bringen. Also ich persönlich würde das so machen, dass ich mir hier eine Schnittansicht erzeuge. Dazu lege ich hier meine Schnittansicht an. Diese soll hier im Prinzip senkrecht laufen, soll die dahinterliegenden Teile darstellen und mit OK wird mir hier dieser Schnitt erzeugt. Und jetzt sehe ich schon genau mal, wo ich überhaupt mit meinen Teilen unterwegs bin. Könnte natürlich hier diese Profile allesamt, so, allesamt, ja, ich nehme es jetzt einfach nur mit einem Mal, dass ich den einfach verlängere. Das würde ich jetzt, ja, leichter ist es natürlich, dass ich hier die alle auf einmal verlängere. Das heißt, ich wähle hier aus, gehe auf einen dieser Profile und sage hier in diesem Fall, sollen die um 250 verlängert werden. Oder ich kann natürlich auch jederzeit hergehen und die in weiterer Hinsicht an eine gewisse Stelle definieren, aber ich weiß ja noch nicht, wo sollen die hinkommen. So, dazu, ich habe es im Schnitt, ich könnte hier gleich mal das Profil an die richtige Stelle bringen. Ich muss oder ich würde hier jedoch gleich auch meine Betonwand darstellen, weil man sieht ja auch, dass die Punktewolke, die werden in 3D oder im Schnitt, werden die nicht dargestellt. Deswegen würde ich hier in diesem Fall in der Punktwolke die hintere Wand nachmodellieren. Das heißt, ich würde hier ein 3D-Teil reinmodellieren, um es für mich im Schnitt und in anderen Konstruktionen einfacher zu halten. So, dazu benötige ich hier eine Skizze. Ich sage, die soll jetzt frei gewählt werden, weil ich ja jetzt, oder soll, versuchen wir es mal zu einer Fläche. Das heißt, ich soll zu dieser Fläche eben sein und ich wähle einfach mal ein paar Punkte aus. Sehe aber jetzt anhand dieser Abweichung, dass ich hier eigentlich ziemlich eben bin, also 1 mm, das ist im Prinzip so gut wie gar nichts. Kann hier mit meinen Skizzenfunktionen die Punkte einfach abnehmen. Ich nehme hier einen Linienzug und wähle hier einfach diese Punkte an. Im Prinzip sind für mich eigentlich nur
wenn überhaupt die obere Kante wichtig. Die unteren Punkte sind für mich hier in diesem Fall eigentlich nur zum Darstellen der Wand im Hintergrund klar. So, hier noch einen Punkt und mit der rechten Maustaste möchte ich hier diesen Linienzug schließen und dieser wurde mir hier geschlossen. Mit der rechten Maustaste kann ich hier daraus ein 3D-Teil erzeugen, welches mir hier in die Minusrichtung 200 aufgedickt wird. Könnt ihr natürlich hier auch das Fenster gleich ausnehmen, was ich hier aber auch noch schnell machen möchte. Das heißt, ich habe einfach Doppelklick darauf gemacht und möchte hier einfach diese zwei Rechtecke hier noch schnell ausnehmen. Einmal hier und einmal hier. Sag im Prinzip übernehmen und es wurde mir hier einfach dieses Fenster noch ausgenommen. So, im Prinzip, das gehört jetzt auch zu meinen Punktwolken, also Punktwolken und bauseitige Sachen. Die Punktwolke kann ich jetzt wieder ausblenden, weil es ja sehr oft wieder dann störend ist. Aber ich sehe zumindest hier meine Wand, in der ich dann auch im Schnitt wesentlich einfacher arbeiten kann. Das heißt, hier sieht man die Wand im Schnitt. Ich könnte hier zum Beispiel gleich hergehen und sagen, meine Stützen, die sollen und müssen natürlich auch einen bestimmten Abstand zur Wand haben. Das heißt, ich sage hier in diesem Fall, habe ich einen Wert von 4500. Der Kunde sagt, er möchte aber nur 3,50 Meter, weil eben vielleicht nur Fahrräder darunter gestellt werden. Jetzt habe ich hier diese senkrechten Stützen definiert. Ich sehe die Teile hier, dann kann ich natürlich hier auch sehr einfach sagen, okay, die oberen Profile, die sollen jetzt einen gewissen Wert darüber stehen. So. Das heißt, ich sage hier in diesem Fall, sollen die minus 500 über das Stützenprofil drüber stehen. Und jetzt muss ich natürlich hier diesen Steher an die richtige Stelle bringen. Dazu ist jetzt natürlich der Schnitt der einfachste Effekt. So, im Prinzip, ich schiebe einfach mal dieses Profil, also diesen IPE-Träger in die Mitte des Trägers. Und jetzt ist der einfachste Fall, dass ich hier eigentlich nur darauf achten muss, dass diese Kante hier nach unten geschoben wird. Und man sieht, wie einfach ich das hier im Schnitt definieren kann. So, das heißt jetzt, was ist der nächste Schritt? Es müssen natürlich die hinteren Profile, müssen hier wiederum hinten so angeschnitten werden. So, anschneiden an Kante, möchte hier 10 mm Luft haben und an dieser Kante. So, jetzt habe ich im Prinzip hier diese Profile schon angeschnitten. Im Schnitt kann ich nur natürlich wiederum oder auch nicht. Das kann natürlich jetzt durch die Verdrehung sein. Hier sieht man das schön natürlich, dass die jetzt nicht gleich drinnen sind. Dann, was ist natürlich wichtig, ich muss natürlich die ganzen Profile muss ich hier natürlich auf die Fläche anschneiden. So. Das heißt natürlich auf die Fläche, wo ich hier diese zwei Kanten als Fläche anschneide. Und somit habe ich aber auch hier eigentlich richtigerweise einen Shifterschnitt drauf von jeweils 5 Grad. Das heißt, man sieht hier, es sind 5 Grad im Grunde genommen hier Verdrehung auch noch drinnen. So, jetzt, was ist der nächste Schritt? Das heißt, die Träger, also die Querträger sind richtig, der Halteträger ist wichtig, jetzt fehlen noch die Stützen. Dazu kann ich natürlich jederzeit wieder die
Punktewolke einblenden, weil natürlich die Träger müssen eine gewisse Länge haben. Ich sage jetzt einfach mal, dass die um 500 mm verlängert werden sollen. Nochmal 500, dass die im Prinzip müssen jetzt mal auf die Länge gebracht werden. So, und es gibt natürlich die Aufgabenstellung. In diesem Fall wäre es ja so, dass man mit dem Kunden ausredet, okay, die Steine werden herausgenommen, es wird ein Fundament und von der Oberkante sollen die 100 mm runterbleiben. Wie könnte ich das jetzt machen? Das heißt, ich würde hier dieses Profil verschieben, würde im ersten Schritt mal auf die Steinoberkante gehen und würde den Träger dann um die 100 mm oder was halt gefordert ist, nach unten ziehen. Dasselbe mache ich hier natürlich auch noch, dass ich hier diesen Träger auf die Oberkante der Steine verlängere und dann auf jeweils wieder die 100 mm nach unten ziehe. So, jetzt habe ich im Prinzip diese grobe Struktur der Konstruktion definiert. Was fehlt mir jetzt noch? Ich könnte hier diese Profile links und rechts noch ein bisschen drüber stehen lassen, was ich hier auch um 250 mm mache. Einmal hier und einmal hier. Könnte natürlich auch mit den Teilenfunktionen arbeiten, wenn ich das jetzt zum Beispiel als statisch als biegesteifen Stoß ausführen würde oder in dem Fall zum Beispiel 8180 wäre der Träger lang, könnte ich natürlich auch als Fixlänge definieren und so einbauen. Also da gibt es natürlich die verschiedensten Sachen, wie man das dann im Prinzip machen kann. So, um die Teile auch wieder besser zu sehen, wenn ich hier einen Anschluss erzeuge, blende ich mir die Punktwolke jetzt in diesem Fall wieder aus, um einen Anschluss zu starten. Das heißt, ich klicke das Ende des Profils an, um einfach zu sehen, oder zu wissen, an dieser Seite kommt der Anschluss. Hier hat man natürlich die verschiedensten Möglichkeiten zu definieren, welche Endplatte, also welches Blech möchte ich haben, welche Blechstärke, wie sollen die Überstände vom Blech sein. Man sieht es hier auch links, rechts, oben, unten. Die Werte sind, sage ich jetzt mal, für mich eher, sage ich jetzt mal, nebensächlich. Ob die jetzt zu groß sind oder zu klein sind, sind für mich in diesem Fall jetzt irrelevant. Ich kann natürlich hier auch einstellen, welchen Dübel ich haben möchte, welchen Abstand ich vom Dübel haben möchte. Das heißt, so wie hier sieht man zum Beispiel 50-50 ist der innere Abstand. Man sieht es auch hier, wenn ich mit der Maus drüber fahre und hier der Abstand ist 50. Also dieser Bohrungsabstand wird halt definitiv viel zu klein sein. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt eher nebensächlich. Dann die Schweißnähte ist natürlich wichtig, die kann ich natürlich ausgeben. Brauche ich Futterbleche, Sockel brauche ich alles nicht. Mit OK bestätige ich das. Kann ich natürlich jederzeit wieder über die Feature öffnen und wieder neu erzeugen oder abändern. So wie das, was ich gemeint habe, diese 50 mm Abstand ist natürlich totaler Humbug, aber ist für mich in diesem Fall jetzt einfach demonstrativ zu zeigen, mittels Doppelklick bekomme ich wieder nach in diesen Anschluss. Mit Kopieren kann ich hier eine Kante des Anschlusses anwählen und habe hier natürlich die Möglichkeit, dies auf den anderen Anschluss hinzubringen. Und da ich noch im Kopiervorgang bin, gebe ich hier gleich diesen Anschluss auch auf die hinteren Träger, die sollen für mich jetzt einfach mal da hinten draufgeschraubt werden. Natürlich hier sieht man sofort, dass dies mit diesen Einstellungen, die ich hier getätigt habe, absolut nicht baubar ist. Das heißt, man sieht hier die Bohrungen, das ist natürlich hier Blödsinn. Deswegen gehe ich hier wiederum in den Anschluss rein und ändere meine Werte hier in diesem Fall von links und rechts einfach ab und die Höhe natürlich auch und habe somit einen neuen Anschluss. Also muss ich natürlich Doppelklick machen. So, und kann die abändern und die werden dann wiederum weiter kopiert. So, das heißt, links und rechts gebe ich hier jeweils 50 mm von dem Bohrungsraster. Habe ich hier diesen inneren Abstand, gebe ich hier einfach mal 100 ein. Links und rechts sollen mir die 100, sagen wir mal 80, 80,
Das heißt, somit habe ich hier 160 Abstand. Das wird natürlich hier schon ein bisschen besser werden. Der vertikale Abstand ist wahrscheinlich nur ein bisschen zu gering, aber das ja, ist ein bisschen sehr gering. Das heißt, ich werde den seitlichen Abstand noch einmal abändern. So, 70 und 70. Man hat hier natürlich auch, dass ich direkt eine Breite angebe, zum Beispiel Breite zentriert zum Profil, was auch immer, damit ich ein gerades Maß haben kann, wie auch immer. So, dazu habe ich jetzt hier meinen Anschluss. Um es einfach zu halten, kopiere ich hier diesen Anschluss einfach auf die anderen Profile weiter, damit ich hier auch meine Baugruppen habe. Und im weiteren Hinsicht dann ist das ja auch wichtig für Stücklisten, Zeichnungen und was alles benötigt wird. So, im Grunde genommen, was fehlt mir noch? Jetzt die Stützen. Die Stützen müssen hier noch an die Träger angeschlossen werden. Das heißt, ich wähle auch wieder die Profile aus und kann die hier angeben. Wichtig, ich wieder dasselbe Schema mit den Steifen. Will ich Steifen haben? Wenn ja, welche? Welche Verschraubungen möchte ich hier haben? Welche Dimensionen? Ich kann hier aus den unterschiedlichen Schraubennormen dies auswählen, den Bohrungsraster. Das heißt, ich kann hier einen vertikalen Bohrungsraster definieren und ich kann natürlich hier auch Distanzen abgreifen, weil ich natürlich das Wurzelmaß jetzt auch nicht auswendig weiß. Das kann ich hier ganz einfach abnehmen. Könnt ihr auch kontrollieren, ob es ein Tastanschluss ist. In diesem Fall sage ich okay, schaue mir den Anschluss an. Wenn es passt, dann lasse ich ihn und ansonsten ändere ich ihn wieder ab. So sieht ja eigentlich ganz gut aus und diesen Anschluss kopiere ich hier in diesem Fall auf die zweite Seite. So, wenn man ein bisschen geübt ist, kann man natürlich dies auch für so Kleinigkeiten auch direkt beim Kunden machen, aber da ist natürlich schon ein bisschen eine Übung notwendig. Ich persönlich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, weil dann eigentlich immer mehr Ideen kommt und man sich dann ja viel mehr wieder um diese Themen dann kümmern muss und die Änderungen machen muss. Also meistens wird dann eigentlich, wenn es fertig ist, gibt man denen ein 3D-PDF und geht die Sachen dann durch. So, ich möchte hier noch einen Anschluss oben für die Fetten machen. Das heißt, ich nehme hier einfach einen Fettenanschluss, wähle die Fette aus, wähle den Träger aus, kann hier wiederum die Werte einstellen, welche Schrauben möchte ich haben, welche Steifen möchte ich haben. Ich möchte hier auf der Pfette noch eine, möchte ich auf der Pfette eine Steife haben. Ja, schauen wir einfach mal, ob ich es haben will. Ja, habe natürlich jetzt nur auf einer Seite die Pfettensteife. Natürlich dann also eine Fette so Vollsteife. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also mittig Vorderseite einbauen, bin jetzt überfragt. Ja, das heißt, ich lasse sie einfach weg. So, mittels Kopieren. So, das und das.
So, und jetzt habe ich eigentlich in relativ kurzer Zeit sehr viel gemacht. Ich habe natürlich jetzt nichts mit Kantblech gemacht. Ich kann natürlich in den Schnitten Verkleidungsbleche, Kantbleche hinzufügen. Habe ich jetzt momentan hier in diesem Fall wenig gemacht, das ist mir schon bewusst. Mir geht es hier eigentlich viel mehr um, dass ich einfach mal einen Arbeitsablauf machen konnte und zeigen konnte. Und jetzt kann ich natürlich, wie geht es weiter? Das heißt, im Grunde genommen, ich würde hier im nächsten Schritt eine Gleichteilsuche machen. Hat natürlich jetzt lange gebraucht, bis ich was gehabt habe. Über diese Gleichteilsuche kann ich dann definieren, welche Teile sind gleich, was passt alles, was habe ich alles, was ja im Weiteren sich dann auch für Stücklisten und dergleichen auch sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ich jetzt die Gleichteilsuche gemacht habe, man sieht es hier an den Nummern, die hier bereits vergeben worden sind, welche Teile gleich sind, welche Positionsnummern sind gleich, was auch immer, dass ich hier die Teile habe. Ich habe hier die Konstruktion bereits auch, bin gerade auch noch beim Speichern, möchte hier eine Stückliste erzeugen und die soll mir gleich ans Excel ausgegeben werden. Das heißt, im Excel, da kennt sich natürlich jeder am besten aus, im Excel werden alle Daten ausgegeben und der Kunde kann sich da in diesem Fall alles wieder leichter einstellen, weil eigentlich Excel relativ schnell jemand kann, was abzuändern. Man sieht hier einfach mal eine Strukturliste, wo die Baugruppen zusammengefasst sind, eine Mengenliste, wo alles in einer Wurst runterläuft, dann die Profilsummenliste, wo die Profile zusammensummiert sind, wie müssen die Teile geschnitten werden mit den Positionsnummern und dergleichen. Kantbleche haben wir jetzt nicht. Gitterrost haben wir jetzt auch nicht. Dann meine Schraubenliste, das heißt, ich hätte hier auch eine Schraubenliste. Ich sehe nur hier, die Nummern sind da etwas komisch, weil ich die Positionsnummer irgendwas sehr Hohes eingestellt habe, was ich jetzt eigentlich eh nicht haben wollte. Eine Versandliste, wo ich dann hier auch mit den Bildern der jeweiligen Teile vorhanden habe. Eine Versandliste kurz mit den einzelnen Teilen. Dann hier nur die Bilder. Weiter dann die Profilstabliste. Das wäre hier einfach nur die Profilstaboptimierung der einzelnen Profile. Und hier die Zusammenfassung, das heißt, hier die letzte Spalte, da kann ich sehr einfach schauen, was habe ich hier eigentlich konstruiert, was muss ich bestellen. Und hier habe ich dann im Prinzip einfach eine sehr schöne Möglichkeit nachzuschauen, was habe ich konstruiert, wie schwer ist es. Das heißt, ich habe jetzt eine Tonne und ich kann hier dann grob mal zusammenrechnen, was ich hier produzieren muss, was ich anbieten muss. So, was fehlt mir jetzt noch? Die Zeichnungen. Zeichnungen ist auch so ein großes Thema. Jeder will die Zeichnungen anders haben. Ich klicke einfach mal drauf. Ich nehme meine Einstellung her. Ich will die Zeichnungen, dass die Zeichnungen so definiert werden, dass ich hier Einzelteile auf einem Plan haben will. Es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Der eine sagt, ich will ganz viele Teile auf einem Plan. Der eine sagt, ich will nur E-Trigger auf einem Plan. Ich will nur Formrohre auf einem Plan. Oder ich will Einzelteile auf einem Plan. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie ich das definieren kann. Ich persönlich nutze das am liebsten, dass ich ein Teil auf einen Plan lege, weil ich dann natürlich viel leichter die Zuordnung nutzen kann. Das heißt, im Grunde genommen, bei mir ist es ja so eingestellt, dass hier unten meine Zeichnungsnummer die Projektnummer plus des Positionstextes ist. Das heißt, im Grunde genommen muss ich so vorstellen, wir schauen uns das jetzt einfach mal im Helios an. Ich habe ja ganz am Anfang ein Projekt angelegt, die 4121, und es werden mir hier meine Einzelteile abgelegt, so wie schon gesagt, im Helios. Ich kann hier unabhängig, ob ich ein Highcut habe oder nicht, das heißt, das kann in der Werkstätte sein, was auch immer, kann ich hier meine Zeichnungen anschauen. Man sieht hier die Plannummer 4121 für Profil 105. Ist im Grunde genommen einfach der Effekt, jeder weiß dann, das Profil mit der Nummer 107 ist am Plan 107. Dazu hat mir das Highcut mit Helios in Kombination bereits auch ein PDF erzeugt. Das heißt, ich habe auch hier sofort immer ein PDF automatisiert im Hintergrund, welches ich dann auch ganz einfach anschauen kann, ausdrucken kann, weitergeben kann, was auch immer. Und wichtig ist, wenn ich hier zum Beispiel dann auch Baugruppenzeichnungen mache,
Das heißt, ich möchte hier natürlich auch eine Baugruppenzeichnung daraus erzeugen oder von mir aus auch zwei. Dann ist es ja so, dass wenn die Baugruppenzeichnung erzeugt wird, nach meinem Regelwerk, was ich halt wieder einstellen kann, ich auch sagen kann, wenn eine Positionsfahne mit der Positionsnummer 100, dann weiß ich, wo ich dieses Teil finde. Deswegen ist auch dieser Grund, warum ich das sehr gerne so löse mit dieser Art und Weise. Also somit ist diese Nachverfolgbarkeit aus meiner Sicht viel einfacher, als wenn ich ganz viele Teile auf einem Plan habe. Wenn ich jetzt natürlich nur kleine Konstruktionen habe mit, keine Ahnung, 40, 50 verschiedenen Positionsnummern, dann ist natürlich dies wahrscheinlich auch wieder ein bisschen übertrieben. Dann muss ich jetzt da nicht so eine Nachverfolgbarkeit haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war jetzt nur ein kleiner Einblick, wie so ein Prozess ablaufen könnte. Man sieht hier natürlich noch schnell meine Baugruppen, meine Baugruppenzeichnungen, diese sind mir natürlich hier auch im Helios abgelegt, werden natürlich mit jeder Änderung auch wieder mit aktualisiert. Das heißt, dies ist jetzt nicht nur eine Ableitung, sondern so wie man es auch sieht, hier selbst im Helios habe ich meine 3D-Ansichten auch zur Verfügung, die man dann in der Werkstätte und überall anschauen könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Kanal fleißig abonniert.